Damit hallo und herzlich willkommen zurück hier im Empire of Elegance, beziehungsweise hier gerade in Sutt. Marie Dator hat es geschafft, in den letzten paar Folgen durch politisches Geschick Frieden mit fast allen zu machen. Also mit Makan haben wir jetzt Frieden, wir haben Frieden mit den Sun und wir haben seit neuestem auch Frieden mit den Elentor. Momentan also mit niemandem im Krieg. Das ist eine ganz gute Sache, weil jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns mal wieder ein bisschen aufzubauen, bevor wir irgendeiner Fraktion dann endgültig mal das Licht ausknipsen. Ich guck mal kurz, ob ich hier noch irgendwas zu tun habe. Ich glaube aber nicht. Ich werde das Tournament kurz machen, da werden wir doch mal schnell eine Runde verlieren. Wir können aber mal 500er auf uns setzen und ich habe gerade gesehen, es spielen relativ viele unserer lieben, ihr wisst schon, unsere paar Companions sind dabei. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das hier vielleicht überleben und ein bisschen Geld mitnehmen. Aber das sieht jetzt schon mal etwas schlecht aus. So, es hat natürlich, mein Typ ist natürlich sofort umgelegt worden und jetzt prügeln schon wieder zwei Leute auf mich ein, anstatt dass sie sich gegenseitig mal schlagen. Vor allem, die folgen immer nur mir. Wie man sieht, die gehen beide auf mich los, obwohl sie unterschiedlichen Teams angehören. Also das ist schon... Die Tournaments, finde ich, sind nicht besonders gebalanced. Ich bin einfach der Meinung, dass die Mechaniken hier drin nicht so toll sind, weil sobald man von zwei oder vielleicht drei Leuten hier überschwärmt, also hier, ihr wisst schon, hier umzingelt wird, ist das Thema eigentlich schon so gut wie verloren. Das finde ich nicht besonders toll. Also Tournaments machen in einigen Mods ein bisschen mehr Spaß, aber in dieser Mod... Also in den meisten Mods ist das nicht so lustig. Da muss man ein bisschen gucken, ein bisschen Glück haben. Ansonsten beißt man da recht schon ins Gras. So, jetzt gucke ich erstmal. Es ist natürlich wieder, die Gelben gehen natürlich nur auf mich. Und das bedeutet, selbst wenn wir die jetzt hier umhauen, was wir getan haben, müssen wir uns immer noch mit den, müssen immer noch hier mit den Grünen fertig werden. Grand Chieftain Asaha ist an unserer Seite. Ich schätze mal, das wird der Leader der Sud Giants überhaupt sein. Das bedeutet, wenn wir diese Runde jetzt gewinnen, was wir eigentlich tun sollten, werden wir in einer der nächsten Runden gegen den antreten müssen. Das wird nicht besonders viel Spaß machen, aber wir gucken mal, wie es läuft. Diesmal, genau, so will ich das eigentlich haben, dass sich die anderen Teams erstmal schlagen und ich halte mich derweil mit meinen Männern hier zurück. Beziehungsweise meine Männer, stimmt jetzt nicht wirklich, weil ich habe ja nur einen dabei. Aber ihr wisst, was ich meine. Wobei, ich sehe gerade, King Bullius knocked unconscious. Dann habe ich mich wohl doch geirrt. Ich dachte, dieser... Oh, Telefon klingelt. Ich dachte, dieser Grand Chieftain ist eventuell der König. Aber das ist er wohl nicht. So. Das ging doch relativ schnell. Jetzt schauen wir uns mal die nächste Runde an. Fight in the next round. Und gucken mal, wie es hier läuft. Ja, noch. Ich glaube, wir sind in Runde 5, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wir haben wieder den Grand Chieftain an unserer Seite. Der ist jetzt auch ausgenockt worden, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich denke, der König wird eventuell uns in der letzten Runde erwarten. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist es ein Giant. Mal gucken, ob ein Human das Giant-Turnier gewinnen wird. Noch sieht es schon mal... Ah, oh, der schlägt relativ schnell zu. Das könnte... Oh, das war sogar der Grand Chieftain wieder. Ha, Pech gehabt. Ich mache halt mittlerweile doch schon ein bisschen Schaden. Ich denke aber, dass er vielleicht vorher schon verwundet war, weil zwei Schläge ist jetzt für einen Giant doch relativ schnell. Chief Chess ist interessant. Die Giants haben also trotzdem menschliche Mädels an ihrer Seite. You must be Marie Dator. Ja, Queen Marie Dator natürlich. Wir gucken uns mal, was wir hier so haben. Cunning, ja... Nö. Der wäre uns wahrscheinlich gejoint, aber ganz ehrlich, nö. King Bullius. Es ist nicht im Ernst ein König? Was ist... Von wem ist der denn? Der ist nicht von den Sud Giants, aber er heißt... Es ist ein König. Is a vassal of... Genau, Grand Chieftain ist also wirklich der... Der Leader gewesen, gegen den wir gerade gekämpft haben. Aber er ist anscheinend nur ein Vasall, aber er heißt König. Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich erinnere mich jetzt auch dran, dass ich von den... auf the Holy Bull habe ich irgendwelche Einheiten in irgendeinem Castle gesehen. Also vielleicht hat der mit dieser Fraktion irgendwas zu tun. Ich weiß aber nicht, wer er so ist.
A vessel of the Zut Giants. Join my cause. Ne, will er nicht. Interessant. King Bullius. Interessant wäre es, was der für Einheiten hat. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Sadistik, den will ich natürlich nicht haben. Hier ist noch ein Chieftain irgendwas. Upstanding, 51. Aber ich glaube, Giants folgen mir nicht. Nee. Vielleicht würde er uns folgen, aber aus irgendeinem Grund tut das gerade nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Giants einem Menschen folgen würden. Ich sehe jetzt aber hier, hier waren noch mehr Lords drin. Ich habe doch jetzt, hier sind doch mehr Lords. Ach, da draußen laufen noch zwei rum. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lords. Vielleicht ist hier drin nicht genug Platz für die alle. Vielleicht muss ich mal wieder raus und wieder rein und wieder raus. Obwohl, das sind die hier wahrscheinlich schon alle. Upstanding. Nee, der joint mir nicht. Den habe ich gerade gefragt. Den habe ich noch nicht gefragt. Cunning, den will ich auch gar nicht haben. Mit dem kann ich reden, dann dürfte ich ein bisschen Ruf wahrscheinlich kriegen. I am told that you would dispute my claim to the throne of Perusin, als ob du jemals auf diesem, auf dem Thron sitzen würdest. Okay, ich krieg ein bisschen Ruf, weil ich zu seinem Feast gekommen bin, aber... Okay, hier will mir anscheinend keiner folgen. Ich hätte gedacht, hier sind vielleicht welche dabei, die mir hier folgen. Das sind, glaube ich, die beiden, genau, die habe ich in der letzten Folge schon ausgespäht, aber die wollen auch nicht. Doch, mit denen habe ich jetzt allen geredet. Na gut, dann halt nicht. Ich dachte, vielleicht haben die Sutz ein, zwei, drei Lords, die mitkommen wollen würden. Aber gut, dann halt nicht. Ich kann noch mal... Hier läuft noch einer. Ansonsten schaue ich mal zurück in die Stadt und frage noch mal meinen Spymaster, ob irgendwelche Leute... Ownership. Ob irgendwelche Leute auch noch überlaufen würden eventuell. Hier müsste der doch auch drin sein, oder? Der Spymaster. Ach ja, Prinzessin Birgit, die habe ich ja dieses Schloss gegeben. Yes, my lady, you won't regret your decision to give Glatteis Castle to me. You can count on me to protect it. So. Ja, die ganzen Reich des Drachen, die will ich aber nicht haben. Raffarakus will ich auch nicht haben. Chieftain Willibald. Ralf und Willibald. Aber die meine ich gefragt, oder die wollte ich nicht. Ralf und Willibald. Factions, Sutscheins, Ralf und Willibald. Willibald, Sadistic und Ralf. Ja genau, das sind welche, die ich sowieso nicht haben wollen würde. Okay, dann meine ich, dass ich von den Drachen jetzt alle habe, obwohl Baron Hermann. Ja, ein, zwei Martial Lords sind, glaube ich, immer noch übrig. Aber die scheinen ihrem König treu zu bleiben. Was ziemlich schade ist, aber... Spätestens dann, wenn die Drachen komplett sterben, dann... Spätestens dann werden sie mir wohl joinen. Wenn ihre alte Fraktion endgültig den Bach runtergeht. Gereron, ich weiß, dass du mich... dass du bad-tempered oder so bist, aber... Okay. Ich denke mal, bis auf diesen einen Martial Lord oder vielleicht noch einen anderen gibt es hier nicht viel zu tun. So, jetzt könnte ich eigentlich mal... Eigentlich habe ich jetzt schön viel Zeit. Das ist eigentlich ganz schön. Ach ja, ich habe noch Leute für die Garnison. Dasselloch Castle. Ja, da tue ich mal welche rein. Garnison. Hier. So. Da kriegst du mal ein paar schöne Einheiten. Das sind jetzt halt alles keine Fernkämpfer. Das heißt, für eine eventuelle Belagerung ist es jetzt nicht so der Bringer, aber... Oh, Paladins of Faith. Below average. Oh, Moment mal, hier stimmt irgendwas gar nicht. Hier muss ich was machen. Ich gehe mal nach Mördenhall zurück und hoffe, dass da so ein lieber Entertainment Guildsman drin ist. Und dann pumpe ich da mal wieder ein bisschen die Moral nach oben. Taverne. Ich habe nur gerade gesehen, da draußen, hier ist ein Entertainment Guildsman. This is great. Price of 2000, very well. Moral hoch um 20. Schön. So, jetzt gab es hier draußen gerade irgendeinen Kampf. Wir sind jetzt zumindest mal bei above average. Die Frage ist, wir könnten natürlich diesen King jetzt angreifen und uns damit Ruf einbüßen bei den Kretas und uns hier... die Kretas einverleiben.
Weil mit irgendeiner Fraktion muss ich jetzt irgendwann mal Krieg machen. Also ich bin jetzt gerade mal seit einer Folge momentan hier bei keinem Krieg. Aber die Kretas sind jetzt keine Leute, die haben auch nicht besonders viele Lords. Ich denke mal nicht, dass die das ein großes Problem darstellen sollten. Kretas Monarchie. It's Vessel. Okay, die haben nur einen einzigen Vasallen. Und sie haben keinen Marschall. Naja, das Problem ist, ich werde sie wohl umlegen müssen. Also, was heißt müssen? Aber irgendwann muss ich die kleinen Fraktionen sowieso aufschlucken. Dann hätte ich vielleicht dieses Castle geschluckt, dann hätte ich die Kulans geschluckt und die Giants hier hinten und dann die. Weil mit einer größeren Fraktion will ich jetzt momentan erstmal keinen Stress haben. Das mit den Sun mache ich dann erst, weil das sind... Ja, ich habe jetzt keine Lust, mich mit den Sun rumzuschlagen. Die haben so viele Spearheads. Das ist momentan nichts für mich. Hoffentlich halten die noch ein bisschen Makan, sonst sind die Makavier-Leute auch ganz weg. Ich denke, ich werde mal den Drachen helfen. Gegen diesen King hier. Ja, oder ich könnte auch den Kretas helfen, die... Ach, was soll's, wir müssen irgendwann mit dem Krieg anfangen. Um die Kretas tut's mir zwar leid. Wir hatten sogar ein bisschen Ruf mit denen. Um die Kretas tut's mir wie gesagt leid, aber irgendwann müssen sie Platz machen. Ich werde sowieso nicht viele Leute auf dem Feld haben. 41, das ist jetzt nicht besonders toll. Das heißt, wir werden uns größtenteils eigentlich mal aus dem Kampf raushalten. Mir ist es ziemlich egal, wenn von den Drachen jetzt die Leute sterben. Aber die laufen auf mich zu, das dachte ich mir. Da war ich jetzt ein bisschen zu forsch. Geht mal weg. Man sieht, dass die alle auf uns hier zurennen. Geht mal ein bisschen aus dem Weg und lasst die mal alle vor. Die Kretas-Leute haben meines Wissens nach sowieso nicht so viele gute Einheiten. Das heißt, die dürften eigentlich ein bisschen einfacher werden aufzuschlingen. Sozusagen. Zu vernichten. Das ist dann vielleicht erstmal der bessere Weg. So, ihr könnt mal hier stehen bleiben, aber ihr habt ja halt überhaupt nichts zu tun eigentlich. Kommt mal ein bisschen mit vor. Vielleicht kriegt ihr zumindest ein paar Kills. Es tut mir schon immer ein bisschen leid, die armen Fraktionen umzuhauen, die sowieso nur so sozusagen die Underdogs sind, aber irgendwann müssten wir uns so oder so um die kümmern. Die haben auch, wie gesagt, meines Wissens noch nicht so besonders viele starke Einheiten. Da sie halt am Anfang mit nicht besonders vielen Leuten Krieg haben, halten die sich halt relativ lange. Jetzt sind sie zwar gerade mit den Drachen im Krieg, aber die Drachen haben jetzt auch keine große Armee mehr, mit denen sie irgendwas reißen könnten. Jetzt könnt ihr ruhig alle ein bisschen mitmachen. Ich glaube, die meisten von diesen Leuten scheinen Blunt Weapons zu benutzen. Von daher, selbst wenn ihr ausgenockt werdet, sterbt ihr zumindest schon. Oh, wer ist das denn? Baron Guerrero. Was hat denn der für einen Mount gemacht? Naja. Baron Guerrero ist einer, den ich nicht haben möchte. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier nicht zu viele Leute sterben. Ich hoffe mal, dass eigentlich überhaupt keiner stirbt. Ja, es tut mir echt leid, liebe Kretas-Leute, aber so ist es nun mal. Wenn ich die Weltherrschaft anpeile, dann müssen leider alle Fraktionen weg. Hired Rider killed by Kreta irgendwas Defender. Aua. Ja, das hat's halt mit der Weltherrschaft so an sich. Da muss man auch die Leute, zu denen man ein bisschen Sympathie hegt, irgendwann weghauen müssen. Das gilt jetzt nicht nur für die Kretas-Leute, sondern das gilt auch für andere. Zum Beispiel für die Drachen. Bei denen haben wir eigentlich... Mit denen haben wir relativ viel Ruf. Und bei denen haben wir auch zumindest mal anfänglich relativ viele Freunde gehabt. Aber es hilft halt nichts. Und um die Waller hier, Leute, muss ich mich auch irgendwie kümmern. Aber gut, alles eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal, wie viele Leute hat dieser König denn? Aber das war's schon. So, vielen Dank für die Hilfe, liebe Drachen, und Entschuldigung, liebe Kretas, für diesen Angriff. Aber jetzt haben wir... Wobei, wir haben noch nicht mal, glaube ich, Minusruf mit denen. Wir sind jetzt, glaube ich, immer noch neutral. Weil wir gerade nur zwei Ruf sozusagen... Ach nee, jetzt haben wir noch mal minus 4 gekriegt.
Okay. Ja, es sind kommen. Das soll mir recht sein. Dann gehe ich jetzt mal Richtung. Ein bisschen Essen könnte ich auch noch kaufen. Dann gehe ich jetzt mal Richtung dem Kretas Ding und schaue mir mal denen ihr Castle an. So, hätte ich euch erstmal geholfen. Ich denke, jetzt habe ich relativ viel Moral gekriegt. Genau, jetzt habe ich zumindest mal Very High, das ist genug. Und jetzt verkaufe ich hier nochmal. So, ein bisschen was zum Futtern gibt es noch. Wobei ihr schon gar nicht mehr viel habt, ihr habt ja nur noch Brot. Naja, dann müssen wir halt mit dem Brot erstmal zurechtkommen. Wir können bei den Bauern unterwegs noch was kaufen. Das ist jetzt nicht besonders viel Essen, was ich habe. Ich hätte lieber noch ein bisschen mehr. Ja, schön, dass du eine Kampagne geplant hast, aber ich habe meine eigenen Pläne. Ich frage mich, was der in der Kampagne jetzt machen will. Wir haben gerade mit niemandem Krieg. Ich frage mich wirklich, was der vorhat. Naja, er wird schon irgendwas. Irgendwas wird er schon machen. Wir gucken uns jetzt mal Kretas an. Wir haben jetzt unsere eigenen Pläne. Hallo Kretas, Leute. Einen einzigen Vasallen haben sie. Mal schauen, der wird sich vielleicht auch hier in der Gegend irgendwo rumtreiben. Und gucken wir uns mal das einzige Castle, was die haben, an. Da werden vermutlich relativ viele ein. Da sind nur 590 Einheiten drin. Das ist gar nicht mehr so viel. Aber es wird eventuell. Ist es ein Siege Tower? Wir gucken mal kurz rein. Habe ich meine ganzen Leute geupgradet? Ja. 20 Haushalt gab es nur noch 17. Naja, wir haben noch Platz für 30 Leute. Aber jetzt gucken wir mal rein. Es ist Prepare Ladders. Wir schauen mal schnell rein. Es würde mir natürlich leid tun um die armen Kretas-Leute, aber so ist es. So, es ist wieder Nacht, das heißt, es dauert wieder Ewigkeiten. So, schauen wir mal rein. Stellt euch mal dahin, ihr stellt euch dahin und ihr stellt euch dahin. So, alle gehen mal ein bisschen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die besonders starke Einheiten haben. Also von den Kretas-Leuten weiß ich eigentlich fast gar nichts. Ich gucke jetzt mal vor und schau mal, wie es hier so aussieht in dem ihrem Castle. Die Horse Hunter sind wahrscheinlich berittene Bogenschützen, schätze ich jetzt mal, dem Namen nach zu urteilen. Kann ich überhaupt nicht so tiefes Wasser durch? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt durchkomme. Ich weiß gar nicht, ob Einheiten schwimmen können. Ah, offensichtlich nicht. Aber ich kann anscheinend unter Wasser laufen, was ich ziemlich cool finde. Aber ich weiß nicht, ob ich ertrinken kann. Das schätze ich jetzt aber auch mal nicht. Aber wir wollen hier hinten eigentlich nur mal hoch. Ich will mich eigentlich jetzt nur mal umgucken bei denen. Ob ich eventuell reinchargen könnte, weil ich meine, die Einheiten von denen sind wirklich nicht so stark. Oh, hier geht's gar nicht durch. Hä, wo geht's denn dann hier rein? Geht's da hinten geht's auch nicht hoch? Wo geht's denn da rein? Wenn ich jetzt meinen Einheiten sage, charge mal ran, wo geht denn ihr dann lang? Okay, die scheinen aber hier lang zu kommen. Kann man das vielleicht kaputt machen, das Zeug? Ach, hier geht's rechts rein. Ah. Aha, jetzt habe ich dazugelernt. So, jetzt schaue ich mal. Okay, meine Leute brauchen anscheinend relativ lang, um jetzt hier reinzukommen. Vielleicht kann ich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass mich hier nicht so viele Leute treffen. Okay, die brauchen anscheinend relativ lang, um hier den richtigen Weg zu finden. Ich meine, es sind noch 500 Leute, das werde ich jetzt vermutlich nicht durchlaufen lassen. Aber ich will mich jetzt einmal kurz da drin umgucken, um zu sehen, was da drin so passiert. Interessant, dass ihr beiden hinten anscheinend gar keinen Bock habt. Okay, da kann ich anscheinend nichts machen. Hier kriegt ihr mal einen kleinen Schlachtruf. Okay, da die da drin durch die Wand durch werden, die nicht treffen. Geht mal hier bitte hier entlang. Hier rein. So, kommt jetzt mal bitte hier hoch. Ja, genau, das will ich haben. So, schauen wir mal, wie die sich im Nahkampf jetzt gegen die Kretas-Leute schlagen. Ich bleib mal ein bisschen weiter vorne mit dabei. Das Problem ist halt, ich habe mein Schild verloren. Das heißt, ich benutze jetzt meine Waffe hier als Zweihandwaffe. Und da habe ich nicht besonders viel Skill da drin. Jetzt werde ich sowieso gleich ausgenommen. Ja, das war's auch schon. Das ist aber ganz eigentlich in Ordnung. Dann kann ich mich hier mal umgucken. Was ist denn mit euch los?
Okay, anscheinend ist das der einzige Weg, den sie gehen können. Geht's hier noch irgendwie durch? Nee, hier geht's nicht durch. Okay, offensichtlich kommen sie nur über diesen kleinen Weg hier nach oben. Ich schau mal, wenn sie sich oben verteilen könnten. Ja. Es wird halt nicht besonders gut laufen. Es sind noch relativ viele, aber in der ersten Scharfschützenrunde, wo wir hier ein paar Leute erschossen haben, das sind halt nicht besonders viele. Das waren vielleicht 50 Stück oder so. Und wenn ich mich jetzt hier 1000 Mal zurückziehe, dann dauert das ja Ewigkeiten. Ich werde natürlich schon relativ viele Leute verlieren, aber wenn sie sich jetzt langsam hier oben so ein bisschen verteilen könnten, wäre das eine echt tolle Sache. Wo spawnen denn hier die Reinforcements? Da oben! Oh Mann. Das dauert ja Jahre, bis die ankommen. Wobei, da würde ich aber ehrlich gesagt ganz gerne mitmachen. Ja, ganz ehrlich gesagt würde ich da gerne mitmachen. Wir haben 27 Wounded. Die lassen wir uns sich mal schnell erholen, während ich mir neue Leute aus der Mercenary-Gilde hole. Oder habe ich nicht vor kurzem erst Sklaven geholt? Ah, die sind schon wieder alle auf dem Weg nach oben. 7 Swords, das habe ich noch. 40 Viragos kommen hinterher. Ja. Ich hole mir ein paar Sklaven. So, das ist ja in der Nähe. Jetzt ist gerade ein Lord da runtergelaufen Richtung dem Kretas Monarchie. Mal schauen, was der da unten macht. Aber ich hole mir erstmal ein paar neue Einheiten. Kann ich? Ich habe keinen Platz für 50. Eigentlich wollte ich das eh nur machen, dass ich jetzt hier die Leute der Wammel hochheilen kann. Und dass ich vielleicht die Bogenschützen in der Priorität nach unten setze und mich dann um die ganzen Nahkampfeinheiten nach oben tue, weil die werden vielleicht wichtiger. Self-Righteous. Ja, die werden mir eh nicht folgen, aber wenn ich schon mal da bin, diesen King Bullius hätte ich natürlich ganz gern. Was hat er denn für Einheiten? Ach, der hat überhaupt keine von diesen... Der hat hier nur irgendein komisches Wirrwarr in Einheiten. Okay, keine Ahnung, wer du bist. Vielleicht könnte ich mit dir mal Freundschaft schließen. Da gibt es bestimmt irgendwas zu holen bei dir. Weil dich gibt es nicht ohne Grund. Egal. Wir graden euch mal ab und packen jetzt dann mal ein paar Nahkampfeinheiten nach oben. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Zum Beispiel die Household Guards sind ganz oben. Das ist gut. Dann hätte ich gern die 2 Noble Maidens oben. Die Foot Knights habe ich mittlerweile 40 Stück. Die dürfen auch mal nach oben. Genauso wie die Hired Knights. Ihr seid mehr so Nahkämpfer. Das heißt, mit nach oben mit euch. Kavalleristen, Veteran Warrior, ja, von mir aus. So. Dann greifen wir hier nochmal an. Antiope, accidentally injured, kein Problem. Wir greifen erneut an. Baut mal... Oh, jetzt ist... Der King selber ist da mit 49 Leuten. Ja, gut. Schauen wir mal rein. Hoffentlich regeneriert sich der King jetzt nicht allzu sehr. Immer noch 49 Leute. So, charged mal alle ran. Direkt am Anfang. Die paar Bogenschützen, die ich habe, sind vielleicht in der Lage, ein paar Leute rauszuschießen. Und ich laufe mal nach vorne. Ja, ich kriege relativ viele Pfeile ab, das ist gar nicht so cool, weil ich hätte ehrlich gesagt ganz gern, dass mein liebes Schild noch ein bisschen überlebt. So, diesmal... Wie viele Einheiten bleiben diesmal stehen? Auf der Minimap sehe ich eine Infanterie, die stehen bleibt. 4 Schaden, ja gut. Ja, das war, durch das Wasser zu laufen, war wohl nicht die beste Idee. Kommt, lass mich hier aus dem Wasser raus. Kann ich mich mal hinter meinen Einheiten vielleicht verstecken? Sehr schön, die Foot Knights sind ganz vorne, so wollte ich das haben. Und selbst wenn die Foot Knights jetzt vergleichbare Rüstung theoretisch mit den Hired Sharpshootern hätten, haben halt die Foot Knights auf jeden Fall bessere Nahkampfskills. Halt ein bisschen was aus und haben bessere Nahkampfskills, deswegen passt es schon, die ganz oben zu haben. So, ich schmeiß jetzt hier mal einen kleinen Schlachtruf rein. So, und dann geht mal bitte nach oben und sterbt hier nicht alle. So, lasst mich auch mal mit dran. Sehr schön, die Noble Maiden ist vorne mit dran. Das kann alles nicht schaden. Dietrich ist ausgenockt worden, das ist etwas blöd. Von dem habe ich ein bisschen mehr erhofft. Okay, ich darf jetzt allerdings mich hier nicht gleich ausnocken lassen. Weil ich wäre halt gern da oben noch mit dran.
Ja, jetzt wird es ein bisschen dauern, bis wir uns hier erfolgreich nach oben kämpfen können. Wir müssen jetzt aufpassen, sich nicht zu verschaden. Kommt schon, sterbt, lasst uns nach oben durch. Retas Skill tanzen. So, langsam aber sicher kämpfen wir uns nach oben durch. So, wir sind oben. Genau, hier kann ich jetzt vielleicht ein bisschen so in die Seite reinschlagen. Deswegen wäre ich halt gerne dabei. So. Wir schmeißen nochmal einen Heal rein. Bevor wir gleich wieder ausgenockt werden. Oh, verdammt. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Verdammt, jetzt habe ich ihn schon dreimal getroffen und der stirbt einfach nicht. So, jetzt sind wir mal ein bisschen oben. Echt, ich treffe die 10.000 Mal. Ja, okay. Da habe ich schon wieder einen Schlag kassiert. Wie sieht es denn allgemein so aus? Wir haben 6, 7 Tote. 17 insgesamt ausgenockt und von denen knapp 80. Household Guard killed by Ironclad. Ja, ich kenne die Einheiten nicht. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich da oben von diesen Bogenschützen hier beschossen. Also ich kenne die Einheiten nicht. Ich weiß nicht, wie stark oder schwach die sind. Genau, hier kommen jetzt die ersten Reinforcements. Alindel scheint mir wieder nicht so viel Lust zu haben zu arbeiten, weil hier knapp 20 wundet und 11 tot. Das ist jetzt kein so eine tolle Statistik. Aber King Aolas ist auch am Start, sehe ich gerade. Aber jetzt ist er nicht mehr am Start. Na gut, ich hoffe, bis die Reinforcements da sind, könnt ihr hier noch ein bisschen was machen. Wo gehen die denn eigentlich lang, dann die Reinforcements? Die gehen wahrscheinlich hier rein und da hoch, schätze ich mal. Auf jeden Fall kommen sie langsam. So, ich guck dem ganzen Treiben jetzt mal ein bisschen zu. Ich meine, ich kann es einfach nicht aushalten, lange irgendwie am Rand zu stehen. Ich werde sowieso eigentlich immer ausgenockt. So, mal schauen, wo die lang gehen. Ah ja, die werden hier reingehen und jetzt dann hier rechts nach oben. Genau, ja. Wie sieht es denn hier oben aus? Ah, da treffen sie direkt auf ein paar. Oh, hier kämpfen sich schon die ersten so ein bisschen nach unten durch. Das ist schön, weil dann kommen sie alle einzeln hoch und werden direkt hier von der Übermacht angegriffen. So, die ersten gehen auch nach oben, das ist schön. Dann können sie da nämlich mal die Bogenschützen rausholen. Dann stehen die nicht mehr weiter oben rum und greifen uns hier blöd an. Da kommen schon die nächsten Reinforcements. Das sind ganz schön harte Einheiten, glaube ich, hier. Zumindest haben die eine ziemlich dicke Rüstung. Ich weiß gar nicht, wer das war. Vielleicht die Defender? Ich weiß es nicht. Wie viele hatten die denn noch? 400 irgendwas, glaube ich. Da werden jetzt theoretisch die Hälfte wären schon mal draußen, aber wir nehmen schon harte Verluste mit, also. Camp Defender war sogar am Start. Okay, die da oben, ja, die sind jetzt alle gewastet. So. Die ganzen Einheiten sind jetzt alle draußen. Das müssen wir nochmal neu machen. Das müssen wir nochmal neu machen. 318 Leute. Okay, jetzt haben wir die Party vom King halt angegriffen. Wie viele sind denn momentan aktiv für den Kampf bereit? 308, das geht schon noch. Das Problem war, mir hat das jetzt nicht gefallen, weil die standen jetzt alle oben auf diesem Turm und werden alle die ganze Zeit da oben... Ach verdammt, diesen Pfeil, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Die wären halt da oben jetzt alle gestanden und hätten die ganze Zeit versucht, diese drei Leute da anzugreifen, die irgendwie aus der Tür rausgeglitscht sind. Und da wäre jetzt dann wahrscheinlich nichts mehr passiert. Die werden jetzt da oben gewartet haben und deswegen, wir machen das jetzt mal anders. Wir schauen vielleicht, dass wir das jetzt ein bisschen sauberer hinkriegen. So, vielleicht könnt ihr von da oben zumindest schon mal ein paar runterschießen. Und viele, viele sind es ja eh nicht mehr. Wie viele? 300 irgendwas waren es noch? Das heißt, ein-, zweimal kommen Reinforcements und dann sind die armen Kretas dann auch schon weg. Es tut mir nach wie vor immer noch sehr, sehr leid, weil die Kretas sind schon eigentlich ein ganz cooles Völkchen. Es ist halt so eine Underdog-Fraktion. Und denen helfe ich eigentlich immer ganz gern, aber es ist halt nicht immer möglich. Diesmal sollte ich vielleicht aufpassen, dass ich nicht gleich wieder hier ausgenockt werde. Ich versuche die mal... mit einem Kampfschrei hier ein bisschen nach oben zu drängen.
So, und jetzt ab nach oben, Mädels. Jetzt ab nach oben. Los, los, los. Genau, ich würde gerne wissen, wer die Einheiten da sind, die Schwarzen, die da rechts am Rand stehen. Ja, wenn ich hier mal überhaupt irgendwie zuschlagen könnte. Die halten auf jeden Fall ordentlich was aus. Kretas, entweder ein Ironclad oder ein Witchblade. Eins von beiden. So, jetzt kämpft euch mal nach oben durch hier. Also ich treffe natürlich überhaupt nichts, weil ich bleib ständig mit meiner Waffe hier irgendwo hängen. Ja, diesmal habe ich irgendwie das Gefühl, haben wir es ein bisschen schwieriger da hochzukommen. Auf geht's, Mädels. Ich stehe so in der Ecke, sogar wenn ich mit meiner Waffe hier aushole, ich treffe einfach nichts. Oder kaum was. Oh, jetzt greift da mich jemand an. Ich schau mal, dass ich ein bisschen hier mich hinter meinen Mädels. Oh, jetzt bin ich ganz runtergefallen. Und ich schwebe immer noch in der Luft rum. So, jetzt aber. Es gibt nochmal einen Schlachtruf. So, und jetzt kämpft euch da mal nach oben durch. Auf geht's jetzt. Komm schon. Tamaris ist auch mit vorne dabei. Das freut mich. Da erhebt sie schon ihre Zweihandwaffe. Sehr bedrohlich. So, jetzt sollte ich vielleicht mal aufpassen, dass ich nicht gleich wieder ausgenockt werde. Irgendwo so in die Seite reinschlagen wäre es halt am besten. Aber irgendwann werden die mich halt angreifen, so wie der jetzt hier zum Beispiel. Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen. So. Weil ich will jetzt nicht direkt wieder ausgenockt werden. Vielleicht kann ich mir irgendein Schild von jemandem nehmen, der hier ausgenockt worden ist. Tamaris liegt hier zum Beispiel ausgenockt neben mir. Aber Tamaris hat sowieso keine Schild. So, gibt's nochmal irgendwelche Kampf? Ne, alles ist auf Cooldown. Ich kann meine Mädels nicht unterstützen mit irgendwelchen Kampfskills. Wenn ich halt mal genug Schaden machen würde, um überhaupt mal irgendjemanden umzuhauen, kann ich vielleicht den Schild haben. Da war er irgendwo. Hier ist auch ein Schild. So. Jetzt kann ich nämlich wieder die Waffe als Einhandwaffe benutzen. Mit der habe ich eindeutig mehr Skill. So, mal schauen, ob irgendwelche Kampffähigkeiten ready sind. Ja. So. Und jetzt rein da. So, jetzt schlagen wir hier mal so ein bisschen hinten rein. So. Diesmal will ich versuchen, ob ich vielleicht oben auf dem Balkon diese drei Leute, die wahrscheinlich wieder aus der Tür rausgeglitscht sind, ob ich die vielleicht kaputt machen kann. Indem ich ein bisschen aus dem Fenster rauskomme. Gott, was ist denn hier los? Also erstmal müssen wir uns hier durchkämpfen. Das ist ja wohl mal klar. Ich halte den Schild lieber mal oben, weil ich denke, wenn ich den Schild runterziehe, werde ich nur von irgendjemandem umgehauen. Vielleicht kann ich mich da mal durchdrücken. Geht da mal weg. So. Diesmal ist gar keiner aus der Tür rausgeglitscht. Das heißt, diesmal könnte es eventuell gleich ein bisschen besser laufen. Da schießt aber jemand mit Pfeilen auf mich. Genau da oben. Ach, der hat gar nicht auf mich geschossen. Na gut. Aber hier oben sind bestimmt noch mehrere. Ja, hier sind doch noch zwei. Ah, die werde ich jetzt ja wohl schaffen. Also die Queen lässt sich jetzt nicht von diesen Leuten hier umhauen. Alles klar. Ich denke, das müsste es gewesen sein. Ich schau mal, was die jetzt hier machen. Ob hier irgendjemand feststeckt, weil ich weiß schon wieder nicht, was ihr jetzt hier oben gerade macht. Geht mal bitte nach unten, weil unten spielt die Musik. Da unten ist jetzt relativ viel los. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht durchkommen. Ich schau mal, ob ich hier durchspringen kann. Genau, hier kann ich nämlich mir ein paar Shortcuts schaffen. Aber hier werde ich wahrscheinlich nicht... Oh, dieses verdammte Telefon. So. Weg damit. So. Diesmal gucken wir... Okay, hier unten ist ordentlich was los. Vielleicht können wir da mal reinspringen. Verdammt, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weil jetzt hänge ich nämlich zwischen den Einheiten fest und kann mich gar nicht mehr bewegen. Eigentlich wollte ich an denen vorbeispringen und da hinten rausgehen. Aber ja. Ich hänge jetzt hier oben fest, wie man hier sieht, und hier geht gerade momentan gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt mal warten, bis die sich alle ein bisschen hier verteilen. So, mal schauen, ob es noch irgendwelche Schlachtrufe gibt. Offensichtlich nicht. Ja, es wäre natürlich schön, wenn ich mich mal wieder bewegen könnte. Aber das wird wohl noch eine Zeit dauern.
Treffe ich von hier oben eigentlich irgendjemanden? Nee. Kommt schon, Mädels. Ah, jetzt passiert irgendwas? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, nein. Ja, jetzt bin ich durchgekommen, aber... Ja. Ja. Die sollen da drinnen nur ruhig mal weitermachen. Mal gucken, ob hier jemand nachkommt. Aber momentan nicht. Diese 79 Leute sind eventuell schon die letzten. Aber die stellen sich jetzt alle gerade ein bisschen blöd an. Mal schauen. Ja, die knubbeln sich jetzt alle hier in der Mitte. Wahrscheinlich würde es schneller gehen, wenn ich mich noch einmal zurückziehe und wir den Angriff nochmal neu starten. Weil hier kämpfen jetzt die ganze Zeit nur 3 gegen 3. Und es hätte für diese letzten 79 Leute wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so gedauert. Das heißt, alle Leute rein. Und jetzt verteilen sie sich nämlich wieder ein bisschen und so sollte es leichter laufen. So, offensichtlich muss ich den Schild gar nicht oben lassen, denn viele Pfeile kommen eh nicht in unsere Richtung. Alindel sieht doch mittlerweile ganz schön böse aus. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass sein Engineer-Skill nicht mehr so gut ist, weil er jetzt so eine harte Rüstung trägt. Ah, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, weil es sterben schon viele Leute. Eigentlich hatte ich gehofft, dass mit einem Surgery-Skill von 10, was Alindel ja hat, und noch mit meinem Plus 1, wobei ich nicht weiß, ob dieser Surgery dann plus mit diesem Plus 1 wirklich nochmal höher gepusht werden kann. Aber ich hätte schon gedacht, dass dann ein paar mehr Leute eigentlich ja, am Leben bleiben. Aber gut, das ist wie es ist. Jetzt sind schon ein paar Sword-Sisters am Anfang hier dabei, das heißt, es sind wohl schon relativ viele Elite-Einheiten ausgenockt worden. So, mal schauen, ob ich hier überhaupt durchkomme. Drück mal auf B, dann gehen die vielleicht alle einen Ticken zurück. Aber es scheint nicht so, als würde ich hier durchkommen. Ja toll, jetzt kämpfen hier wieder nur 3 gegen 3. Aber irgendwann werden wir uns da schon durchkämpfen. Kommt schon, Leute. Ich könnte natürlich meine Mädels jetzt alle zurückziehen und dann alleine nach vorne gehen, aber dann falle ich auch nur direkt wieder um. Ja, noch treffe ich hier nicht durch. Nee, keine Chance, da komme ich noch nicht durch. Nicht blocken, Hired Knight hier reinschlagen. Was für ein Durcheinander. Gott. So, gibt's nochmal einen Heal, irgendwas? Nee, alles auf Cooldown. Hired Foot Knight kills. Starker Lindy. Der erste stirbt sofort. Könnte es vielleicht sein, dass der Sound ein bisschen zu laut ist? So, Fearsome Cry. Jetzt werden die doch mal ein bisschen hier nach oben laufen. Boah, hier geht ja gar nichts voran. Ah, jetzt kann ich zumindest schon mal reinschauen. Aber sie kämpfen sich langsam nach oben durch. So, jetzt ist der Lindel auch ausgenockt worden. Dieser Angriff muss so oder so sein. So, mal schauen, ob wir noch rechtzeitig oben ankommen. Aber so langsam scheinen wir hier doch mal ein bisschen Fortschritte zu machen. So, auf, komm. Lasst mich durch. Ich will auch noch mitmachen. Weg da. Los. Ihr seid durcheinander. Komm, los, lasst mich durch. Fast. Jetzt steht wieder eine Veteran Warrior hier noch im Weg. Komm, komm, komm. Na endlich. So, jetzt können wir auch ein bisschen mitmachen. Hoffentlich zumindest. Komm, weg da. So, jetzt werde ich wahrscheinlich direkt wieder ausgenockt. Aber wir konnten zumindest mal ein bisschen mitmachen. So, ist hier irgendwo irgendjemand? Da oben vielleicht. Ja, da läuft mir schon jemand hinterher. Aha, die wollen sich schon wieder aus der Tür rausglitschen. Aus dem Fenster meine ich natürlich. Diesmal aber nicht. So, wen haben wir hier? Da drüben sind noch welche. Was das? Okay, das war's. Tja, liebe Kretas, verzeiht mir, aber so ist nun mal das Leben. So ist nun mal das Leben. So, ihr bildet die neue Garnison. So. We have taken Aulas Castle. Ja, ja. So. Lord's Hall, das ist tatsächlich auch nur eine Hall und es ist
keine Stadt. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht eine Stadt. Aber gut, aber gut. In der Chest ist nichts drin, alles klar, wunderbar. Das wäre es dann auch schon gewesen. Die Kretas gibt es dann jetzt auch bald nicht mehr. Und wir gucken vielleicht mal weiter zu den Tumatarun oder so. Mal schauen. Beziehungsweise die Kulanhorde. In der nächsten Folge gucke ich mich noch ein bisschen um. Jetzt ist erstmal das Folgenziel erreicht. Wir haben uns wieder etwas ausgebreitet und die armen Kretas leider. Ja, weg. Aber gut, Weltherrschaft bedeutet, alle müssen sterben. Wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin, erstmal tschüss, ciao und auf Wiedersehen.